Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Und heute sprechen wir über die Stunde danach, denn da war live Mola zugeschaltet. Der hatte nochmal die Möglichkeit, Stellung zu seinen umstrittenen Frauensprüchen zu beziehen. So zumindest hier die Schlagzeile von RTL, die auch den Clip zur Verfügung gestellt haben. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich fand dieses Thema gestern so belastend, furchtbar, unangenehm, dass ich wirklich dreimal morgens drüber nachgedacht habe, ob ich überhaupt ein Video dazu mache, weil ich weiß, dass dieses Thema immer für ganz, ganz viel, ja, Brodeln in der Community sorgt. Dennoch habe ich mich dafür entschieden und wurde auch nicht enttäuscht. Ihr habt in den Kommentaren fair, höflich und sachlich diskutiert und dafür möchte ich mich bei euch bedanken und dasselbe bitte ich aber auch hier bei diesem Video. Auch wenn es gegen Mola ist, bitte bleibt höflich und freundlich. Meine Lieben, wenn ihr hier einen geschätzten Umgangston mögt, denn fühlt euch herzlich eingeladen, dieser mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen. Wir haben es gestern geschafft, 35.000 Abonnenten. Ich möchte mich bei euch wirklich recht herzlich bedanken und jetzt Feuer frei für Mola. Ach ja, ich fand diese Debatte halt einfach so super, super anstrengend, weil einfach was Mola gesagt hat, er erklärt sich gleich, aber das, was er gesagt hat, ich fand das halt alles wirklich, wirklich nicht korrekt, so wie er es formuliert hat. Ich habe immer irgendwie schon verstanden, wie er es meint, so ging es mir. Ich habe immer irgendwie verstanden, was er meint, aber da waren halt so Sprüche dabei, wo ich wirklich echt blöde Vibes hatte. Wir schalten mal rüber in die Stunde danach, wo Mola live zugeschaltet ist. Und ich versuche für euch den Clip nachzubearbeiten, weil es ist natürlich eine Aufnahme, wo Mola zugeschaltet ist, über Handy und das alles live. Das heißt also, die Audioqualität ist nie die beste, aber ich werde versuchen, den Clip so gut es geht nachzubearbeiten. Feuer frei. Also Hallo. Mola, erklär Hallo, uns doch hallo, erstmal, warum du nichts von Emanzipation hältst. hallo. Es geht nicht darum, dass ich nichts von Emanzipation halte, sondern ich halte nichts davon, wenn man sich weigert, die Rolle des anderen zu machen. Es wurde ja vieles rausgeschmissen. Ich habe ja gesagt, meine Frau ist meine Königin, ich bin das Gesetz und jeder muss sich an das Gesetz halten. Das heißt, wir teilen uns alles. Wir teilen uns die Kindererziehung, wir teilen uns Aufgaben im Haus. Es gibt da Aufgaben, die möchte sie nicht machen, da zwinge ich sie nicht, die zu machen. Und es gibt auch Aufgaben, wo sie sagt, das musst du machen. Und das habe ich nur erzählt. Also ich meine, ich bin Balletttänzer, das habe ich gelernt. Also man kann auch nicht erzählen, dass ich habe so viele homosexuelle Freunde. Ich hatte auch eine pansexuelle Freundin, die dann nach einer Frau geheiratet hat. Also mir kann man da nichts vormachen. Es geht nur darum, dass ich gesagt habe, es nimmt irgendwann Überhand, wenn man also ich finde diesen Ausdruck Cis-Mann Also schlimm, als was ist du ein normaler sagst, Mann. was du sagst, das klingt so ein bisschen, ich habe nichts gegen Emanzipation, aber normal ist sowas nicht. Das ist schon interessant. Achtet mal drauf. Ich glaube, dass Olivia hier auch so einen leicht persönlichen Kampf für Akzeptanz kämpft. Vielleicht aber auch einfach nur, weil wir in einer Zeit leben, wo es nicht heißt, die Frau muss das, das und das machen und der Mann muss das, das und das machen. Wir leben in einer Zeit, wo die Frau das machen kann, was sie mag und der Mann machen kann, was er mag. Das war mir immer wichtig. Das Wichtigste ist, und das möchte ich ja auch noch einmal sagen, weil ich werde ja auch nach meiner Meinung gefragt, das Wichtigste ist, dass man begreift, dass jeder Mensch wertvoll ist. Jeder Mensch ist wertvoll und jeder Mensch soll sein Leben so leben, wie es möglich ist, natürlich im Rahmen von Gesetzen. Und da ist es völlig egal, ob wir hier an einem Mann sprechen, der, keine Ahnung, in einem anderen Job ist, was denn, also Mola hat da über Hebammen gesprochen, dass der Mann den Hebammenjob macht und. Es gibt ganz viele Beispiele. Ich will das nicht alles wiederholen, aber es ist schon interessant, dass Mola jetzt hier nochmal ganz klar versucht, sich zu erklären, aber Olivia das, wie ich finde, nicht so ganz zulässt. Wir hören mal weiter rein. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das kannst du mir gerne in den Mund legen. Das Nein, das funktioniert würde ich aber niemals nicht, machen. Ich weil habe nur du kennst mich ja nachgefragt, ein deswegen bisschen. Ich frage bin ja auch gar kein, ich bin auch nicht der Übermacho und ich lasse mir dieses Bild nicht aufdrücken. Es ist so dargestellt worden, aber so bin ich nun mal gar nicht, sondern was ich sagen wollte ist. Und das habe ich auch gesagt, wenn man den ganzen Kontext gehört hat. Da haben ja auch alle dann zugestimmt. Die Mädels haben ja auch irgendwann zugestimmt. Ich habe gesagt, nur, ich finde es schade, dass wenn man jetzt
das tut, was ein Mann tun sollte. Und es ging ja letztendlich darum, dass Elena einen Mann hat, der das nicht tut, der seine Aufgabe nicht macht. Solche Männer gibt es nicht mehr. Sag ich, doch, es gibt so Männer. Ich bin so ein Mann. Und ich mache alles, was du möchtest als Frau und darüber hinaus. Das war ja eigentlich meine Aussage. Die ist so zerschnitten worden. Ihr wollt mich so wieder schlecht darstellen. Macht es, aber ich werde noch diesen Shitstorm. Nee, das wollen wir eben nicht. Ganz kurze Pause, also ihr merkt schon, Mola, ist es ganz, ganz wichtig, hier noch einmal drauf zu verweisen, dass RTL es zerschnitten hat, den Clip. Also er hat nicht gesagt, es wurde ihm übel zugeschnitten, es wurde verschnitten, er wurde in verschiedene Punkte geteilt und dass man ihn in einem schlechten Licht bewusst dastehen lassen möchte. Das ist ein Stilmittel seitens von Senderphilosophie, die haben wir nicht nur bei RTL, die haben wir auch bei anderen Reality-Shows. Das ist schon so, dass man im Schnitt schon die Möglichkeit hat, etwas schlechter zu schneiden. Das hat man schon. Allerdings kann man nicht Sachen neu erfinden. Das funktioniert nicht. Ich selber kenne mich im Video-Creator-Bereich aus, weil ich seit 6 Jahren Videos schneide. Also ich weiß schon, dass ich, wenn ich ein Video schneide, viel rausholen kann und vieles vertuschen kann. Zum Beispiel, wenn ich mich verspreche, Aufnahmenfehler und so. Ich habe viele Möglichkeiten im Videoschnitt, aber ich könnte niemals eine Situation anders schneiden. Die Situation ist, wie sie ist. Ich kann Sachen wegnehmen, ich kann aber keine Sachen zudichten. Das ist vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig. Vielleicht funktioniert das irgendwann mal, wenn wir in Zeiten der KI noch weiter voranschreiten, dann ist das vielleicht möglich, dass sie bald ein Cyber-Danny sitzt, wo ich auch Sachen reinprogrammieren kann. Aber grundsätzlich kannst du nur Sachen wegnehmen, aber nicht zudichten. Du kannst Sachen umschneiden, aber so richtig neue Situationen zu erzeugen, ist oftmals durch den Kontext gar nicht möglich. Aber wir hören mal weiter. Du hast dich bis jetzt auch gut geschlagen, wirklich. Nein, doch, ihr macht genau das. Versuchst Frieden zu stiften, das muss man dir wirklich lassen. Wie bitte? Also, du hast viel vermittelt bis jetzt. Frieden hast du versucht zu stiften, das muss man dir wirklich lassen. Aber jetzt geht es um diese eine Aussage, die du nun mal gemacht hast. Und die ist jetzt ja nicht auseinandergeschnitten, sondern das ist halt ein ziemlicher Aufreger. Ja, das ist kein ziemlich, natürlich die Aussage an und für sich so, wenn man sie einzeln hinstellt, ist sie ein Aufreger, aber es geht um das ganze Gespräch und dann, um das es gegangen ist. Und in diesem Gespräch ging es in keiner Weise, dass ich gegen Emanzipation bin. Ich unterdrücke keine Frau. Man kann ja auch eine Ex-Freundin von mir anrufen, die werden, niemand ist dieser Meinung. Nur, es kann ja nicht sein, dass eine Aussage 30 Jahre TV jetzt über Bord schmeißt, wo man mich kennt. Ich habe nichts dergleichen gemeint, sondern es ging darum, dass die klassische Männerrolle, dass wir, und das war das, was ich gesagt habe, in der klassischen Männer darf man manche Dinge nicht mehr tun und nicht mehr sagen. Und ich möchte zu dieser Normalität zurück, dass man Mann sein kann, Frau sein kann, transsexuell sein kann. Ist mir doch egal. LGBTQ, alles super, alles spitzenmäßig. Nur ich. Also Mola, lass uns bei Emanzipation und Rollenbildern bleiben. Du hast von Statistiken gesprochen. Kann es sein, dass du Wirkung und Ursache verwechselst? Hier mache ich nochmal einen ganz kurzen Stopp, weil ich habe so zweigeteilte Gefühle in mir. Auf der einen Seite merke ich, dass Mola schon so ein bisschen Angst hat vor so einer gewissen Cancel-Kultur. Ja, er sagt selber 30 Jahre TV-Erfahrung. Ja, es kommt mir so bekannt vor. Aber nein, Grüße gehen raus. 30 Jahre Showgeschäft möchte er sich jetzt hier nicht kaputt machen, indem man jetzt hier eine Aussage von ihm nimmt, die hier mutmaßlich aus dem Zusammenhang geschnitten ist. Ich kann es wie immer nicht sagen, auch wenn es euch langweilt, weil ich nicht mit dabei war. Ich habe hier aber schon das Gefühl, dass Mola hier wirklich versucht, gerade den Kopf ein bisschen aus der Schlinge zu nehmen. Und ich bin schon der Meinung, dass er die ein oder andere Aussage schon ein bisschen blöd gemeint hat und es noch blöder zusammengeschnitten wurde. Das ist mein Gefühl. Also ich glaube nicht, dass er hier was ganz anderes gesagt hat und daraus hat dann RTL gemacht, was wir jetzt hören, sondern ich glaube eher, dass er schon etwas gesagt hat, was nicht so cool ist und das wurde dann noch uncooler und jetzt kriegt er halt hier geballte Zuschauer-Konfrontation ab. Wir hören mal noch rein, was Olivia zum Rollenbild sagt. Es gibt so wenig weibliche Ingenieure, weil sich Frauen und Männer immer sowas einreden lassen. Ich lasse mir gar nichts einreden, ich rede dir ja auch nichts ein, sondern Statistik ist ja nun mal Statistik. So, und es gibt natürlich, es gibt mehr dunkelhaarige Menschen, als es blonde Menschen gibt auf diesem Planeten. So, das ist Statistik. Das heißt ja nicht, dass ich was gegen blonde Menschen habe. Ja, aber die wurden ja einfach nicht diese Aussage nicht genau gesagt. Die Norm, die große Menge der Menschen ist auf eine Art, ist jetzt dunkelhaarig
Und die andere ist blond. Und du versuchst mir das jetzt, was ich jetzt, das ist ja nicht negativ, was ich gesagt habe. Dieses Wort normal ist ja nicht besser. Das heißt nicht, dass eine Heterofamilie eine bessere Familie ist als eine homosexuelle Familie. Nur weil die eher der Norm entsprechen, was davon mehr gibt, mehr von einer Sache mehr gibt, heißt nicht, dass es besser ist. Das ist doch Unsinn. Prinz Damien, wie hast du das denn aufgefasst, die Aussage heute? Also vorerst möchte ich sagen, dass Mola, wir kennen uns nicht persönlich, aber... Ja, also Prinz Damien, ich weiß, er hat viele Fans und ich finde ihn auch nett, aber er ist halt bei einem sachlichen Gespräch, wo es darum geht, eine Meinung zu sagen, ist er mir immer so ein Schönwetterkandidat. Er ist so ein bisschen wie Manuel Flickinger, bloß nicht unangenehm in einen Konflikt kommen. So Steffen, brauchen wir uns das gar nicht anhören. Er versucht das auch alles ein bisschen wischiwaschi halt, ja. Ist in Ordnung. Ich weiß auch nicht, wie ich im TV wäre. Ich selber wäre in der Berichterstattung, in der Moderation, wäre ich schon in der Richtung, dass ich sehr kritisch hinterfrage und vor allen Dingen auch mit Verfehlungen die Menschen konfrontiere. Aber ich würde dir nicht nach dem Mund sprechen. Wir schalten mal noch ein Stück weiter, denn das Gespräch mit Mola ging ja natürlich noch weiter und man hat schon gemerkt, dass Olivia und Mola nicht so richtig auf den grünen Nenner kamen. Wort normal, jetzt für mich negativ auszulegen. Es geht doch hier um eine Menge. Ja? Ich hätte auch gesagt, mehrheitlich. Das Wort habe ich benutzt, normal, als dass es mehrheitlich ist. Dem hat genau das Gleiche gesagt. Ich finde, normal und Mehrheit kann man jetzt nicht so vergleichen. Wir wollen noch eine mit dazu schalten, die dich ja auch aus dem Dschungel kennt. Darf ich noch eine Sache sagen? Jetzt geht es mir ein bisschen zu durcheinander, weil Julia möchte sich nämlich auch zu Wort melden. Schönen. Ja, und Julia brauchen wir uns nicht schon wieder geben. Also ihr merkt, Mola hat versucht, so ein bisschen seinen Kopf hier in der Schlinge, aus der Schlinge zu ziehen oder aber das falsche Bild, was er hier mutmaßlich erzeugt hat, noch einmal richtig zu stellen. Man merkt deutlich, dass man Mola hier zwar zu Wort kommen lässt, aber halt ihm auch nicht die komplette Redezeit zur Verfügung stellt. Ich habe euch das schon mal erklärt, woran das liegt. Ich weiß, es gibt einige, die sagen, Angie Fingham und Olivia Jones sind schlechte Moderatoren. Es gibt aber auch die, die sagen, das sind gute Moderatoren, weil sie halt nicht sich ein Ohr abkauen lassen. Bei mir ist das so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite finde ich Olivia und Angie auch wirklich unterhaltsam. Ich kann über die beiden lachen. Auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass die beiden schon ein bisschen voreingenommen sind und dadurch halt auch nicht neutral in der Berichterstattung sind. Ich weiß halt nicht, als was sich die Show definiert. Definiert sich die Show als reine Berichterstattung, als journalistische Show, dann sollten die beiden auch neutral sein. Wenn allerdings die beiden hier mehr in den Meinungsbereich gehen, ja, also quasi als Meinungsblogger, dann dürfen die selbstverständlich eine Meinung haben und müssen nicht neutral sein. Das ist ja auch der Konflikt, den wir hier bei Dannys Trash Highlights haben. Ich habe ja sehr viel News-Charakter hier auf meinem Kanal. Das heißt also, ich habe schon die Berichterstattung im Fokus, aber da ich ja auch ein Meinungsblogger bin, wird auch immer in die Berichterstattung ein bisschen Meinung mit einfließen. Das gefällt nicht jedem und dafür kann ich mich nur entschuldigen, aber so ist halt einfach der Stil des Kanals. Und ich habe so manchmal den Eindruck, dass der Stil ähnlich bei Olivia und Angie ist, dass es auch eine Form der Berichterstattung ist mit einem großen Meinungsanteil. Und ich glaube, wenn hier jemand nicht in ein gewisses Raster passt, sowohl bei Angie als auch bei Olivia, dann ist man ganz, ganz schnell mit einer gewissen Beurteilung und dann mag es auch sein, dass man Widerworte nicht so unbedingt zulässt. So ist zumindest mein Eindruck. Sind die dadurch denn dann schlechtere Moderatoren? Wenn das Showkonzept genau das sein soll, dass man halt hier schon, sagen wir mal, ein bisschen mehr Spannung sorgt, denn das ist ja Fakt. Die Stunde danach ist nicht auf RTL Plus, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Stunde danach ist im Live-TV, die ist direkt nach dem Dschungel. Das muss natürlich so ein bisschen Spannung erzeugen. Das ist natürlich alles so ein bisschen auch Marketing, damit die Zuschauer sagen, okay, ich muss jetzt wissen, was in Folge so und so passiert ist. Ich hole mir jetzt RTL Plus und deswegen schalte ich rein. Das ist schon ein bisschen Marketingkonzept aus meiner Sicht. Das heißt also, der Vorwurf hier, kann man denn dann wieder nicht unbedingt Angie und Olivia machen, sondern den Vorwurf könnte man denn hier dann wahrscheinlich RTL machen, weil die diesen Sendungskonzept so haben wollen. Aber grundsätzlich finde ich hier auch, hätte man Mola vielleicht das nochmal ein bisschen besser erklären können. Ich hätte ihn aber in die Show eingeladen. Ich hätte das nicht hier, weil ich meine hier, Thorsten sitzt ja auch barfuß in der Bühne. Julia Siegel war auch schon da. Ich hätte Mola, vielleicht ging es ja aus zeitlichen Gründen nicht, aber ich hätte Mola schon in die Show geholt, damit er hier nochmal eine andere Möglichkeit hätte, sich zu präsentieren, wenn denn das wirklich komplett falsch war, was er gesagt hat. Ich habe euch meine persönliche Meinung schon gesagt. Ich glaube Tatsache, dass Mola ein bisschen blödes Zeug erzählt hat und das wurde denn dann von RTL denn so geschnitten, dass man denn noch mehr mitbekommen hat, dass es blödes Zeug war. Das ist das, was ich vermute, aber
ganz 100%, dass man ihn ganz komplett falsch dargestellt hat, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, meine Lieben. Wir werden darüber heute Abend auch nochmal sprechen in der Live-Berichterstattung um 19 Uhr hier auf YouTube. Für alle, die Spaß hatten, fühlt euch herzlich eingeladen, euch dieser mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen. Ich verabschiede mich jetzt, bedanke mich fürs Einschalten. Bis heute Abend. Tschüss.